Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Folge mit dem Königreich von Viken. Er hat aktuell keine Verbündeten, er hat eigentlich nur Krieg und wird komplett ausgeplündert, ne? Krieg erklären. Wieso geht das nicht? Ach so, weil wir weniger als Illuster sind. Die sind halt hier alle besetzt, aber wir könnten eigentlich mal... Was ist das hier für eine Grafschaft? Lass uns mal kurz was schauen, und zwar... Uppsala. Hier, diese Grafschaft Uppland. Wenn wir ihn die wegnehmen wollen würden... Dann hätten wir nämlich einen weiteren Heiligen Hain. Das fände ich ganz charmant. Vor allem, das würde gut zu unserem Charakter passen, der ja weiterhin ein religiöser Eiferer ist. Der momentan so viel Trouble, dass ich der Meinung bin, wir machen das. Und wir werden, wo werden wir unsere Truppen ausheben? Vielleicht hier unten? Fahren wir mal darauf. Ne, fahren wir mal hier hin. Trotz aller unserer Bemühungen haben meine Agenten noch keine... Ja, mach mal weiter. Wir werden was finden. 100 Pro. Gib dir mal Mühe. Also wir werden das jetzt natürlich durchbelagern. In der Hoffnung, dass dann auch unser Wert so ein Stück nach oben geht. So sei es denn. Würde nicht akzeptieren. Warum zeigst du mir das dann an, du Trottel? Komm, hab ich auch nichts von. Aber wir können unsere Halbschwester verheiraten. Die Frage ist bloß, mit wem? Ich glaube, ich nehme ihn. Oh, er ist aber... Nee, nee, doch nicht ihn. So schlau er ist. Ah, nee, sie ist ja drei Tage Regenwetter, ne? Sie ist melancholisch.
Ja, gut, dann hilft's ja alles nichts. Wir machen das. Aber er sollte jetzt mal so langsam. Er ist halt 15, ne? Mögliches Bündnis Königreich von Polen. Oha. Und er ist wie alt? Er ist 15, 6 Jahre Unterschied. Also ich sag mal so. Aber sie ist ziemlich hässlich, muss man mal sagen. Ich wollte ja eigentlich auch die hier. Sie ist gerecht. Ja, das machen wir mal. Ein super Kanzler gebe der ab. Mächtiger Vasall, und du bist ein mächtiger Vasall auch. Aber du bist halt grottig im Verhältnis jetzt mal zu ihm hier. Deswegen muss das leider so sein. Er gebe einen Mega-Ratsspitzel ab. Was wir auch machen. Jawohl. Und wer bist du? Du bist ein super Prediger. Wenn wir das machen können. Nee, für dich können wir leider erstmal nichts machen. Wir warten jetzt auch erstmal die Belagerung hier ab. Ausgezeichnet. Nee, das machen wir nicht. Halt, bleib doch da stehen. In den Krieg rufen. Ablehnen. Jetzt besetzen wir erstmal Uppsala. Das war schon mal nicht so unwichtig. Wir müssen die jetzt mal erpressen. Schauen wir mal, was daraus wird. Ihr könnt das Geheimnis nicht aufdecken oder zur... Was? Moment.
Okay. Ja, komm raus damit. Sehr gut. So, Folterer haben wir ja durch. Wahrheit ist relativ. Druckmittel fingieren. Das machen wir mal. Weil, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Rang 1, okay, da brauchen wir jetzt eigentlich gar nichts unternehmen. Okay, ah, passt schon. Ja, die haben wir weggehauen. Wo ist hier die Stadt? Das ist die hier, ne? Hafran wird erwachsen. Wie schnell sie doch flügge werden. Wir müssen nur mal ganz kurz in den So toll ist der eigentlich gar nicht. Wir könnten mal wieder ein paar Champions einladen. Ich glaube, das sollten wir in jedem Fall machen, um auf alles vorbereitet zu sein. Diener der Ehrlichkeit. Ich war erschüttert, als ich Ragnar dabei erwischte, wie er aus der Reisetruhe von Häuptling Waldemar stehlen wollte. Der gerade zu Besuch ist. Er gestand, gedacht zu haben, er könne damit davonkommen. Nun aber wisse, dass es falsch gewesen sei. Ehrlich? Hinterlistig. Er wird bescheiden. Bei meiner Tätigkeit am Hof von Häuptling Sigurd gelang es mir nicht, auf etwaige Geheimnisse zu stoßen, die sein Ratsspitzel Cutlerfil hat. Allerdings müssen wir uns nicht zwangsläufig von der Wahrheit aufhalten lassen. Es wäre kinderleicht, einfach dafür zu sorgen, dass Cutfell plötzlich doch Geheimnisse hat, von denen die Welt nichts erfahren hat. Kümmert euch darum. Okay.
Ich werde das mal so lösen, dass er eher in diese Richtung geht. Es tickt halt super langsam nach oben, ne? Es gibt keinen Grund, das so zu machen. So, jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. Du machst jetzt mal lieber das. Komplotte unterstützen. Du treibst weiter Steuern ein. Also es tickt langsam nach oben. Wow. Ruf rekrutieren, sehr gut. Wir schauen mal. Wir fordern ein Lösegeld. Ja, für 7 können wir den auch holen. Ja. Gut. Das sollte fürs erste Mal wieder genügen. Ein gutes Geschäft. Sehr schön. Wie viele Herzogstitel halten wir eigentlich gerade? Einen. Naja, dann wäre doch das eigentlich auch noch mal eine Maßnahme. Haben wir keinen Arzt? Doch. Wir beeinflussen die mal. Bei unserem Arzt will ich nicht zwingend. Ich würde die eigentlich. Kann ich die jetzt vielleicht als Konkubine nehmen? Auf dass wir viele Kinderleins zeugen werden müssen. Gehen wir mal da nach unten. Also Schweden wird ziemlich zerfetzt, würde ich sagen. Meine letzte Chance. Hau ab. Ich mag Leute nicht, die mich unter Druck setzen. Auf keinen Fall. Ja. Königreich von Schweden. Aha. Dann verballern wir ihn hier noch ein paar.
haben 9 mehr, 24. Das ist schon ganz ordentlich. Dann belagern wir die hier mal. Und schauen mal kurz auf die Truppen. Ja, er hat doch 1500. Vielleicht konnte er da noch aus dem Vollen schöpfen. Könnte sein. Aber das können wir ja auch. Okay. Oh, wir müssen ein Ratmitglied ersetzen. Der Feldmarschall ist gestorben, okay. Machen wir mal das so. Da läuft der geplagt. Was passiert jetzt hier? Das wird knapp. Kein Anführer, wieso das denn nicht? Oh Leute, das wird sauknapp. Das könnten wir verlieren, ne? Warum ist denn da kein Anführer drin zum Teufel? Da kriegen wir jetzt aufs Maul, ne? Wir kriegen aufs Maul. Euch erwartet großes Ragnar. Oh Mann. Das hätte es jetzt aber irgendwie nicht gebraucht. Wir können mal schauen, ob wir vielleicht sogar Söldner ausheben sollten. Die Kompanie des Hundes. 500! What the fuck? Die ist natürlich nicht verfügbar. Gehen wir mal da runter. Stopp mal. Wir können hier einen Dynastie-Bonus freischalten. Die Frage ist jetzt bloß was.
Also wir sind Nordmänner, weshalb sicherlich Ruhm und Größe neben Kriegskunst wahrscheinlich die beiden. Ich könnte mir auch noch vorstellen, Sippe. Ich glaube, ich nehme den Ruhm. Unser Raidskanzler. Komplotte stören ist eine Ratsaufgabe, die der Ratsspitzel durchführt. Okay, das ist ja. Wir wühlen mal gern im Dreck. Komm, lasst ihn raus. Wir schaffen mal diesen Titel, der dann auch uns gehören müsste. So ist es nämlich. On Trader Lock. So. Damit werden wir schon wieder ein bisschen größer. Das heißt, wir sind gleich bei 100. Wir können die Forderung erzwingen und alles ist gut. Das hat uns nämlich auch nochmal insofern etwas gebracht, weil wir jetzt natürlich wenigstens hier noch ein bisschen was abgeknapst haben und weil wir jetzt schon zwei, meine ich, diese heiligen Stätten bei uns im Reich haben müssten. In Wieken. Nee, haben wir nicht. Doch, die ist. Ach nee, die ist. Zählt das jetzt schon? Warte mal. Von mir? Ich glaube, ich habe erst zwei. Sealand ist Grafschaft von König Bobadilla. Ja, natürlich auch noch mal so eine interessante Sache, wo man hier mal den Krieg erklären könnte. Das kann man nicht. Warum nicht? Armeen sind ausgehoben. Ja, das wird sich gleich ändern. Oh. Okay. Sehr schön. Das haben wir auch gut hinter uns gebracht.
Ja, ich werde mir das auch mal aufschreiben, notieren quasi, dass wir vielleicht mal in der nächsten Folge hier Sealand angreifen könnten. Aus dem Hintergrund, wir sind ja ein religiöser Eiferer und vielleicht könnte es eine gute Geschichte sein, wenn wir sozusagen diese heiligen Stätten unter unsere Kontrolle bringen. Zumindest drei davon. Das wäre schon nicht der verkehrteste Weg, glaube ich. Wir haben wieder Gefangene gemacht. Es werden immer mehr und mehr. Haben wir hier irgendeinen Christen oder einen Heiden? Ich denke, ich werde sie einfach Odin opfern. Oh, das nehmen wir noch mal an. Wir verlieren dabei sogar Anspannung. Es ist ja übrigens, glaube ich, gar nicht so richtig erwiesen, dass die Wikinger tatsächlich Menschenopfer gebracht haben. Insofern ist das hier vielleicht so die rühmliche Ausnahme an der Stelle. Ja, Leute, wie schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir einfach sie nachher angreifen, mit dem Kriegskund Grafschaft erobern, und zwar Sealand. Und sie hat tatsächlich ja gut, okay, das tangiert mich jetzt erstmal nicht. Sind die da drüben so weit rumgekommen oder wie? Sealand. Die sind uns sogar ebenbürtig. Naja, vielleicht müssen wir das nochmal durchdenken, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Don Firenze.